Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute meine Meinung zum Fachkräftemangel und meine Lösungsvorschläge, was man vielleicht tun kann, um dem entgegenzuwirken. Da möchte ich auch gerne mit euch drüber diskutieren, am besten in den Kommentaren. Bevor das Video aber losgeht, wie immer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Ich möchte euch jetzt hier nicht groß mit irgendwelchen Statistiken langweilen, aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass der Fachkräftemangel besteht. Wir sind jetzt hier im Thema Handwerk, den gibt es ja auch in ganz anderen Branchen genauso und da ist auch genauso wichtig, dass man darüber spricht. Ich habe eine Meinung dazu, die möchte ich euch jetzt sagen. Ich möchte das ein bisschen in ein paar Teile aufsplitten. Zuerst meckere ich ein bisschen, aber zum Schluss möchte ich auch eine Lösung bringen. Und so mein erstes Thema ist, das betrifft mich hier in der Gegend, wo ich herkomme. Ich komme aus Heilbronn. Vielleicht geht es euch ähnlich. Vielleicht seid ihr aber aus einem ländlichen Bereich, wo das nicht so relevant ist. Deswegen gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich komme aus Heilbronn. Wir haben hier zwei Big Player, Lidl und Kaufland mit ihren Zentralen und Audi-Werk in Neckarsulm. Und da wird hier schon der Arbeitsmarkt krass aufgeräumt. Von dort wird immer kommuniziert, ihr habt einen sicheren Arbeitsplatz, man verdient dort viel. Deswegen wollen alle jungen Leute in diese zwei Firmen. Das geht mir hier in dieser Gegend so. Ich kann mir das vorstellen, in Großstädten, wo vielleicht irgendwelche Consulting-Firmen sind oder so, ist das ähnlich. Weiß ich, denke ich an Frankfurt mit den Banken, dann wollen alle zu den Banken. Das ist ein großes Problem, weil das Handwerk momentan, ich merke schon, dass es langsam beginnt, sich so zu wandeln, aber momentan immer noch so als uncoole Sparte dargestellt wird. Und das Handwerk hat die Probleme mit dem Fachkräftemangel, aber auch andere Sparten, Pflegeberufe, das kennt ihr ja jetzt ganz aktuell aus TV und Radio. Aber nichtsdestotrotz kann jeder Einzelne da auch was dagegen machen. Dann denke ich auch, was ein Problem ist, gesellschaftlich will jeder irgendwie jetzt, dass das eigene Kind studieren geht und dann einen akademischen Weg geht und dann viel Geld in irgendeinem Bürojob verdient. Es geht da immer irgendwie ums Geld und um diesen Bildungsweg, den man macht, aber auch im Handwerk kann man viel Geld verdienen. Man denkt immer, Handwerker und Handwerkerinnen sind dann arme Schlucker, aber das ist nicht so. Ich sehe es bei mir, ich habe auch, das war vielleicht ein längerer Weg, aber ich habe eine Ausbildung gemacht, weil ich damals in der Schule schlecht war. Habe ich so als Notnagel so Elektriker dann gelernt, mein Vater ist auch Elektriker. Ich wollte eigentlich schon was als IT-Systemadministrator, das wollte ich eigentlich mal machen. So, wenn man jung ist, weiß man sowieso nicht so genau, was will man sein Leben lang machen. Deswegen, das war so der erste Gedanke, dann waren meine Noten zu schlecht, dann habe ich Elektriker gelernt. Und damals war es tatsächlich so, dass es einfach uncool war, Handwerker oder Handwerkerin zu werden. Was ich eigentlich schade finde, aber ja, so war es einfach. Und da habe ich jetzt eine ganze Weile dort so in dem Beruf gearbeitet, habe so ein bisschen die Branchen auch gewechselt, habe dann aber eine Meisterschule gemacht und noch einen Betriebswirt. Also man kann, auch wenn man eine normale Ausbildung als Handwerker oder Handwerkerin macht, auch immer noch den schulischen Weg gehen, um auf ein Level zu kommen, das einem Bachelor oder einem Master ähnlich ist. Und was auch noch ein Punkt ist, meiner Meinung nach, ist, dass die Herstellerfirmen, die Handwerksfirmen und die Kunden alle noch so ein bisschen der Zeit hinterher sind in dieser Sparte. Wenn ich sehe, wie andere Branchen so ein bisschen mit dem Thema Social Media so umgehen, da ist so viel zu holen für wenig Geld. Instagram, TikTok kostet sogar gar nichts, außer seine eigene Zeit. Und ich merke das bei mir jetzt mit YouTube, deswegen ändere ich da auch ein bisschen Content und probiere so ein bisschen auch in die, zu den Jüngeren durchzukommen, gerade wenn sich jemand vielleicht entscheidet, diesen Beruf machen zu wollen. Und auch den Azubis vielleicht ein bisschen zu helfen mit Lernvideos und so. Das kommt alles noch Step by Step. Aber alleine durch das, dass ich auf Instagram und TikTok so ein bisschen meinen Alltag begleite aus dem Handwerkerleben, merke ich schon, wie viele da mir schreiben, ey, das ist ja voll cool, was du da machst. Ich überlege auch, eine Ausbildung im Handwerk zu machen. Ah, und bei dir habe ich so ein bisschen Einblick bekommen. Und das macht Bock und es sieht cool aus. Und da gibt es ganz viele, wenn ihr, seitdem ich so auf Instagram unterwegs bin, sind ganz viele Handwerker und Handwerkerinnen, die schon von Anfang an auch ihren Weg so begleiten in der Ausbildung. So, das finde ich richtig cool, weil
Nur so erreicht man dann auch potenzielle neue Leute und so wird das Handwerk auch cooler und auch breiter in der Gesellschaft angesehen. Also das sehen ja dann nicht nur potenzielle neue Auszubildende, das sieht ja auch der Kunde. Und dann sieht auch der Kunde oder die Kundin, was steckt da dahinter. Das ist ja oft auch das, was fehlt im Verständnis. Ich will Handwerker, Handwerkerinnen engagieren, gut und günstig. Immer dieses günstig soll billig, billig, billig sein, aber man vergisst immer, was dahinter steckt. Und das ist so ein Ding, auch so ein Werkzeug meiner Meinung nach, wo jede Firma mitarbeiten kann. Transparent zu sein, Einblick geben in den Alltag. Heute ist jeder am Handy ständig, guckt auf Instagram, sucht vielleicht die Firma XY, was die so macht. Und wenn man dann einen Einblick auch in den Alltag hat, ist auch meine Erfahrung, hat man es auch leichter, dem Kunden ein Angebot zu geben, der oder die das dann auch gleich akzeptiert, weil man weiß, was steckt da dahinter. Und das sind so ein bisschen meine Lösungsansätze. Es gibt ganz einfache Tools, um seinen Berufsstand einfach cool rüberzubringen. Instagram, TikTok, ich mache das. Wie gesagt, ich habe da schon voll viele bekommen, die mir Nachrichten geschrieben haben, wie cool das ist, Elektriker zu sein und so. Ich rate das jedem Betrieb, One-Man-Show, One-Woman-Show, Großbetrieb, Kleinbetrieb, nutzt diese Dinge, die sind umsonst. Es kostet euch nur ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich. Also ich gehe ja nicht raus als Elektrobetrieb, der ausbildet, aber ich habe ungelogen 2 Bewerbungen bekommen von Leuten, die bei mir eine Ausbildung machen wollen. Nur weil ich jetzt in meinem kleinen Kosmos schon meinen Alltag einfach begleite. Und das hindert vielleicht viele dran, man denkt, na, man hat vielleicht nur 100, 200 Follower. Aber wenn man dran bleibt und da was macht, kommt auf jeden Fall was bei rum. Und das Gute auch, ein Kunde oder eine Kundin, die sich für eure Arbeit interessiert, kann dann Einblick bekommen, wie euer Alltag aussieht und auch vielleicht ein Gefühl dafür, was da dahinter steckt. Und man hat die Chance, auch Preise zu verlangen, die gerechtfertigt sind, ohne sich rechtfertigen zu müssen und sich vielleicht auch irgendwie im Preis drücken lassen zu müssen, weil man sagt, gut und günstig und so. Meine Meinung nach, Instagram, TikTok, mehr machen, sich so ein bisschen nahbar zeigen, da hat man auf jeden Fall auf lange Sicht was gewonnen. Ich habe für mich den Auftrag, auch mit Tobis Tooltime so ein bisschen was für den Nachwuchs zu tun. Ich habe jetzt in den Jahren, seit der YouTube-Kanal so läuft, mir überlegt, ja, gehe ich jetzt nur als Problemlöser raus und zeige, wie man eine Lampe anschließt, wie man eine Steckdose wechselt. Ich habe gedacht, nee, ich probiere jetzt auch, weil ich auch Prüfer bin in der Handwerkskammer und ich merke, dass immer die gleichen Fragen, so die Azubis und Azubininnen bei der Prüfung immer ins Straucheln kommen, habe ich mir überlegt, auch so ein paar Videos zu machen, um Dinge einfach zu erklären. Zum Beispiel die 5 Sicherheitsregeln. Das habe ich natürlich auch gemacht, um Laien dahin zu bringen, dass man darauf achten soll. Aber ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, cool, ich habe das in der Prüfung gehabt, habe mich mit deinem Video darauf vorbereitet und so bin ich ein bisschen auf die Idee gekommen. Und jetzt mit Instagram, TikTok probiere ich einfach für mich, das Handwerk cool zu machen. Ich hoffe, das kommt an. Ich merke schon, Feedback ist so, dass das ankommt. Ey, cooler Alltag und so, das ist voll interessant, was du da so machst. Und auf YouTube probiere ich so ein bisschen für Azubis Dinge leicht zu erklären. Natürlich in meinem Elektrobereich, mal sehen, wie sich das noch vielleicht ein bisschen anders aufbaut. Aber für die anderen Gewerke gibt es Profis, die das besser machen wie ich. Deswegen, ich mache Elektro und probiere da ein bisschen auf den Nachwuchs zu gehen. Und darum, denke ich, kann ich so ein bisschen den Turn bringen, den Fachkräftemangel für mich als Einzelperson ein bisschen entgegenzuwirken. Es bedarf dann natürlich viel mehr Politik, Gesellschaft, aber ich kann da als kleiner YouTuber ein bisschen einen Teil dazu beitragen, vielleicht den einen oder anderen so zum Nachdenken zu bringen, selber auch was zu machen und vielleicht dann auch jemand, der sich auf meinen Kanal verirrt, die Entscheidung abzunehmen, ey, ich will jetzt Handwerker werden, weil das sieht cool aus. Also mein Credo, Handwerk ist cool.
Und das war jetzt meine Meinung dazu. Das Thema ist natürlich sehr komplex und da kann man lange drüber diskutieren. Deswegen möchte ich die Diskussion hier in den Kommentaren anregen. Was ist eure Meinung dazu? Was kann man eurer Meinung nach noch besser machen? Das soll nicht das letzte Video dazu sein, denn das entwickelt sich ja auch und wahrscheinlich wird sich auch das Thema mit der Präsenz im Social Media auch noch stark ändern. Deswegen, ich werde aber mit Sicherheit noch mal ein Video darüber machen und nehme da auch eure Meinung mit auf. Zum Schluss nochmal, Handwerk ist cool. Überlegt euch, auch euren Kindern vielleicht zu vermitteln, dass es cool ist, im Handwerk eine Ausbildung zu machen. Und um weitere Videos natürlich nicht zu verpassen, wie immer, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle!